Hallöchen Freunde und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play GTA 4 Episodes from Liberty City. Wir machen heute wieder Team Deathmatch auf der Map bzw. auf dem Ort Xero Inn und mit dabei ist wieder der liebe Corsil. Hi Leute. So. Okay. Ja, Xero Inn, 20 Minuten, Team Deathmatch und diesmal sind wir, also ich und Zock Commander sind wir diesmal im Team. Wow. Teamwork. Also. Ah, und den Ort kenne ich hier. Da war ich doch schon hier in GTA 4. Ah. Ich dachte, das wären. Die Lilan wären gar keine Feinde. Der Osmanik, der killt erstmal alle. Ja. Da war der cool. Da war der cool, ja. Ja, ist klar, Klaus Maniak. Den kennen wir ja. Stopp mal, war der nicht vorher schon mal dabei irgendwo? Also früher mal am Anfang, wo wir im Museum waren. War das der? Ich glaube schon, oder? Alter, der haut erstmal ab, ey. So. Schaffen wir es noch oder nicht? Brauche auf jeden Fall eine andere Knarre. Haftbomben. Ja. Mein Gott, ey, der Big Cat. Big. Oh, der nervt, ey. Raus damit, komm. Raus damit. Der nervt mich richtig. Der haut ab, ey. Und dann, ja, weg. Tot. Ja, ich nervt. Und ich konnte ihn hier nicht treffen, den Klaus Maniac, weil. Ja, weil das scheiß Gitter davor war. Ach, verdammt. Boah. Boah, ey, so ein Depp. Wir sind so schlecht, ey, im Team, ey. Mir reicht es jetzt. Mir reicht es. Ja, da wird wieder mal geschossen. Ja, bleib locker. Locker vom Hocker. Ach, hier geht's gar nicht rein, scheiße. Warum ausgerechnet kriege ich jetzt eine Scharfschützengewehr, ey? Das ist doch so mies, ey. Ich brauche meine gescheite Waffe. Hat 10 Gegner in Folge ausgeschaltet. Ja, ist der Pro, ne? Wissen wir bereits. Alter, wo schießen die Leute eigentlich? Oh. Overgamer ist einfach mal ganz cool und kommt einfach mal rechts neben mir und dann killt er mich einfach mal ganz toll. Ganz cool. Genau. Ich sammle mir die Uzi ein. Und manchmal regt es mich auch auf, ey, Alter. Ja, die killen einmal mal so Kopfschuss und down. Ja, verstehe ich. Wenn ich mal eine gescheite Waffe hätte, dann wäre es cool. Haben wir hier draußen eigentlich auch noch Gegner? Anscheinend ja nicht. Nee, die sind alle drin. Ach, Uzi. Goldene Uzi. Ah, Corsil ist auch hier. Ja, Leute. Wie gehe ich da jetzt am besten an die Sache ran? Weiß auch nicht, also ich bin gerade auch am zu ballern, ey. Das finde ich. Ja, ich weiß. Fühl dich nicht angesprochen. So wie du immer gesagt hast. Oh Mann, das war dieser eine, wie heißt der? Wieso komme ich eigentlich immer auf mein Steam Profil, ey? Da will ich gar nicht drauf. Lol, wo war ein Gamer? Alter, der kommt immer von hinten, ey. Oder der hackt oder was? Ja, Alter, hier gibt's aber auch viele Hater im Gegensatz zu GTA 4. Hater? Du meinst Hacker oder wie? Ah ja, meine ich. Ja. Genau, dieser Black irgendwas. Nee, der wo war ein Gamer, meine ich. Ja, aber ich meine den anderen da. Der hat auf mich geballert und. Ja, obwohl er in meinem Team ist, der Lappen, ey. Ja, und darf der doch machen? Oh. Ja, aber das bringt doch nichts, das ist doch unnötig. Ja, leider denken nicht alle so wie du. Leider, so ist das Problem auch. Ja. Dankeschön, Team, ey, Alter. Endlich mal seid ihr mal hier aktiv, ey. Nicht nur ich hier im Ballern. Ach, da war eine Schrot, aber egal.
Ja, fick dich, Los Maniac, ey. Ich pump dich mit Schrot voll. Ich pump deine Fresse mit Schrot voll. So sieht's aus. Wenn ich jetzt mal ein Schrotgewehr finden würde. Ey, guck doch mal, ey, das ist doch... Ja, jetzt habe ich endlich eins. Jetzt kann ich hier Randale machen, würde ich sagen. Ja, habe ich den geil gekillt, ey. Wo war ein Gamer? Was macht der Typ, ey? Das ist doch so behindert, ey. Ja, die checken's halt nicht. Kleinen Vollidioten. Ja, und jetzt habe ich's eh wieder verkackt. Ja, geil. Die, der hat mich nicht gesehen. Die zögern auch nicht rum, ey. Die ballern sofort, wenn du gespawnt wirst. Ja. So ist es halt nun mal. Ich habe keine gescheite Waffe, das ist das Problem hier. Ja. Ich habe einfach keine gescheite Waffe. Was hältst du eigentlich von, ja, mal als kurze Frage. Es sollen ja 3 Charaktere spielen. Also ich find's geil in GTA 5 dann. Also mal ein bisschen Abwechslung, oder? Dann sieht man die wie soll ich sagen, das Spielgeschehen aus 3 Perspektiven. Ist auf jeden Fall gut. Aber viele irgendwie schreiben so in Facebook und auch auf anderen Seiten, ja, ist scheiße und so. Die wollen lieber einen haben. Aber ich kann jetzt dieser Aussage nicht zustimmen, dass die irgendwie nur einen haben wollen. Alter. Klaus Maniac, ich hab den... Na, vergiss es. So, erstmal was getrunken. Alter, Mann, jetzt... Wie die abgehen. Oh, Mann, ey. Ja, ja, komm, mach ruhig. Ich treff ihn nicht. Oh, du kleiner Bastard. Du Opfer. Opferlappen. Pedro Favela ist immer noch an derselben Stelle wie vorher und ja, killt die Leute. Sozusagen. Ha, ich mache erstmal ein Schrotgewehr bei Enduring Nevada und ja, steht da einfach mal so da und macht nichts. Ist einfach geil. Da sind die Leute wahrscheinlich kurz mal AFK und dann werden sie halt gekillt von mir. So sieht's aus. Aber hier draußen sieht's gut aus. Ich glaube da... Oh, geh mal weg hier jetzt. So. Hier können wir was reißen noch, oder? Auf der anderen Seite vielleicht. Mhm. Ach nee, da geht's wieder außen rum. Und der Stacheldrahtzaun liegt hier so dumm rum. Oh, boah, der lebt noch, der Bauer. Der lebt noch. Oh, da muss ich gerade Deckung nehmen. Ja. Black, die hat auch vor mir, so wollte der auch Deckung nehmen. Bam, tot. Ah. Mein Gott, ey. Alter, die kriegen jeden, ey. Was soll der Scheiß? Ja, verstehe ich auch nicht. Die haben's halt einfach nicht. Die blicken's nicht. Oder die suchten jetzt wirklich jetzt 25 Stunden sogar mehr, ja, oder so. Kein Real Life. Ich sag ja Opferlappen. Bekommen in ihrem Leben nichts auf die Reihe und dann einfach nur am Zocken. Als ob das irgendwie die Leute voranbringen würde. Verstehst du? Ja. Spielen bringt eigentlich nichts im Leben. Es ist halt nur ein Zeitvertreib. Also ein Hobby. Aber halt, das kann man ja nicht irgendwie. Und ich komme ja nicht mal rein, ey. Man kann ja nicht nur zocken, ja, wie gesagt. Mhm, genau. Also man sollte schon auch, man darf ja zocken, da hat ja niemand was gegen, aber halt in Maßen. Und der killt mich einfach mal. Suchten ist eigentlich absolut inakzeptabel, also ja. Sag ich mal. Vor allem, ja, also man kann ja mal suchten und so ein paar Stunden, ja, aber irgendwann, man sollte dann auch mal wieder ein Ende finden, weißt du? So ist es auf jeden Fall. Noch 10 Minuten haben wir. Alter, jetzt flick ich da erstmal ganz runter.
Alter, wir schießen da, hallo. Wer schießt der Typ? Ey. Ja, der hier. Ah, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Gekillt. Danke, Mann, ja. Du hast ihn gekillt, ey. Geht doch. Aber dann der andere, der killt dich dann. Ja, Klaus Maniac, natürlich. Ja, hat mal wieder nichts zu tun. Ja. Oh, da kommen die raus. So, kann ich jetzt noch was reißen oder ist es vorbei? Ich gehe mal hoch ein Stück, hier die Treppen entlang. Und dann... Hier ist aber auch eine gute Stelle. Hier kann ich mich gut positionieren. Ach, die explodieren gar nicht, die Fässer. Okay, ich dachte... Ja, da kann ich... Ja, der rennt erstmal weg. Ganz cool. Ja, 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 ja. Okay, alles gut. Alles gut, alles gut. Chillt doch, Leute. Boah, der springt da nicht drüber, so, der ja. Vollidioten, der Vollpfosten. Der Vollpfosten. Ja. Denkt da, meint er könnte mich treffen hier. Nee, 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 Freundchen. So sieht's. Es sieht anders aus. Die Realität sieht anders aus. Aber er trifft mich gut. Mhm. Er trifft mich gut und er hat mich auch gleich. Wenn ich so schlecht weiterspiele. Ja, war ja klar. Alter, der hört nicht auf zu ballern. Ja. Einfach nur der Hammer. Der hört nicht auf zu ballern. Der hört nicht auf zu ballern. Und da ist Corsi. Oh, wollt ihr mich jetzt... Er dreht sich hier die ganze Zeit, während ich im Steam-Profil bin. Jetzt aber hier mal. Alter, du müsstest längst tot sein. Hallo. Ach, fickt euch doch, Leute. Mein Gott. Das kann nicht wahr sein. Yeah, gekillt. Neues Leben sammeln. Ach, es war nur meine Rüstung. Ey, irgendwas ist da los. Irgendetwas ist da los. Ich kann spüren. Irgendwas ist da los, ey. Guck mal, da war so ein Typ, ne? Danach war der offline. Also, jetzt mit offline meine ich jetzt also, der war einfach nur so da geblieben. Danach, was mache ich? Millionen Kugeln auf seinen Kopf, ne, und der stirbt nicht, und dann macht er erstmal auf mich, ne? Krieg ich erstmal Fettleben abgezogen. Ja. Ja, so sind sie halt. Das sind einfach Noobs. Okay, ich muss sagen, ich bin Noob, aber ich hacke nicht. Habe ich ja schon mal früher gesagt. Genau. Ich nehme das halt in Kauf, dass ich einfach der Noob bin. Ich schäme mich ja auch nicht dafür. Es ist halt so, ja. Aber man muss ja nicht gleich hacken. Ja. Nur weil man nicht spielen kann. Genau. Ja. Weil spielen kriegt man nur erst den Genuss, wenn man eigentlich auch spielen kann selber, alle ohne Hex. Und ich habe auch Spaß, auch wenn ich halt ein Noob bin und nicht gut spielen kann. Ich muss ja kein Pro-Gamer sein. Klar freut man sich, wenn man den einen oder anderen Kill mal hinlegt. Aber ja, stört mich jetzt nicht, wenn ich am Sterben bin. Ist halt so. Nicht jeder kann so gut spielen wie du. Alter. Ist klar. Ja, im Schießen ist der Peaks gut, aber im Rennfahren, da kriegt er nichts gebacken. Ist mal wieder sehr klar. Ah, das bist du. Wow. Alter, da schießt jemand. Wieso springt er denn nicht darüber? Jetzt. Ja, hör mal auf jetzt. Hello. Hat er gedacht, er könnte mich noch killen. Der Depp, der war einfach zu doof. Der war einfach zu doof dafür. Ach, und da hat er mich wieder, der Peaks. Junge, geh sterben, ehrlich. Such dir mal ein Real Life. Oh. Also irgendwie, ne, brauch ich ewig, ne, bis ich sterbe, ne? Und bei mir direkt flott. Alter, immer wir haben Pech, ne, irgendwie, ne? Immer wir irgendwie, ne? Also nur die Guten. Wow, was war das denn für ein Bug? Ja, es regt einfach nur auf, ey. Rette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 t
Da gibt's. Es gibt an dem Spiel nichts auszusetzen, oder? Deiner Meinung? Also. Gell? Nee. Ja. Hat eigentlich nur gute Seiten. So, Klaus Maniac, der geht ganz schön ab, muss ich sagen. Ja, kann er ja gerne machen. Wenn er sich da, dabei glücklich fühlt, ist er schön und gut. Warum treffe ich den jetzt nicht? Ja, von da oben killt er mich. Ist er natürlich mal wieder im Vorteil. Ja, aber... ist okay. Ich nehme halt die Kills einfach hin und gut ist. Oh, der will mich verarschen, ey. Ohne Mist jetzt, ne? Ohne Mist jetzt. Der hat... Guck mal, erstens, der hatte voll wenig Leben. Ich hab... Oh. Mir reizt, okay. Du weißt, ne, was das heißt. Ich weiß, was es heißt, aber... Ich würde jetzt... Ja, endlich. Ich dachte, du gehst jetzt raus aus dem Spiel. Das habe ich gedacht. Deshalb wäre das scheiße gewesen. Aber du hast ihn also rausgeschmissen. Ist auch okay. Hallo, ja, wie denn das, ey, Guck. Alter? Der war vor mir, der hat wenig Leben und dann, ja, und bei mir direkt gekillt. Einfach mal so. Ja, habe ich ihn gekillt, Enduring Nevada. Das war's mit dir. Ja, baller einfach mal rum, ey. Clever. Alter! Clever. Mach halblang, Junge. Ja, kommt er mit seinem Sprengscheiß. Alter, der killt mich. Junge, lass mich in Ruhe jetzt. Ich hab dir doch gar nichts gemacht. Wieso killt er mich? Wieso killt er mich jetzt? Alter. Ich bin ein Team. Ich bin halt so schlecht. Ich kann halt nicht spielen. So, jetzt komm. Jetzt gibt's Revanche. Wo ist er? Da versteckt er sich. Verkrümelt er sich. Da ist er. Danke. Bitte. Schmeiß den Alter ganz cool weg. Der Typ. Zocke, mein Alter, du hast den Typ da weggeschmissen. Wie geil, ey. Ja. Alter, das war so ein Lachflash gerade eben. Alter, der war vor den. Also, ich hab den ja gekillt, ne? Von dir aus. Genau. Also, ne? Und dann? Oh, und dann schmeißt er den einfach so weg. So bam. Und der Typ, der ging nach unten, ist runtergefallen. Wir haben noch drei Mitspieler, geil, aber von denen ist keine Spur zu sehen, also. Verdammt. Dann gehe ich halt mal runter und analysiere hier mal die Gegend. Ah, da ist er. Ja, ist klar. Ist eh klar. Also ich muss sagen, es macht Spaß hier. Also auf jeden Fall, aber teilweise regt es mich echt auf. Ja, mich auch. Weil, wie zum Beispiel der Klaus Maniac, ne? Also das ist jetzt nicht, weil wir nicht spielen können. Also wir können natürlich spielen, also ihr wisst ja selbst, wie wir sind, aber... Hallo, ich brauche Ewigkeit, bis ich die töte. Hallo, kann das sein, sowas? Also Ewigkeit bist du killt und dann der bei mir sofort gekillt. Ja, jetzt ist der da. Jetzt ist der da. Alter, ich wollte da hin und Deckung nehmen und die anderen killen. Und was macht der? Der spawnt natürlich direkt neben mir. Mann. Ja, das ist natürlich ist ärgerlich. Also sowas. Hey, guck, wie er da wartet und abgeiert. Alter. Jetzt reicht's mal. Ja. Abgeiert. Der Abgeierer. Der Abgeierer. Pedro Favela. Ja, schon wieder zieht er auf mich. Alter, ist gut jetzt. Beruhig dich. Beruhig dich mit dem Schießen, ey. Jetzt kommt wieder die Musik. Yeah. Ja, und ich treffe ihn nicht, aber er mich. Und das war ein geiles Ende.
und er schlägt vor GTA rennen. So, gerade noch den Wovan Gamer, ne? Hab ich gerade noch gesehen, ne? Da, guck, genau den meine ich. Der hockt da und dann, ja, hat da, killt er einfach jeden. Ja. Der war auch, der heißt, glaub, ein Hacker, oder? Alter, der Einzige, der geblieben ist. Okay, Leute. Das war's mit unserem schönen Team Deathmatch in dieser Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei, wenn es heißt Let's Play GTA 4 mit mir und dem guten Zockkommander. Also, haut rein, ich bin weg. Bis dann.